Hallöchen, hallo ihr da draußen. Artikulation, ne, Christine? Heute machen wir Artikulationsübungen, Ja, freue mich wir gerade. machen uns heute Knoten in die Zunge. Juhu! Genau, Knoten in die Zunge, weil es geht um Zungenbrecher. Und mein allerliebster Zungenbrecher ist ja, unter einer Fichtenwurzel höre ich einen Wichtel furzen. So. Oder der Whisky-Mixer mixt Whisky im dichten Fichtendickicht. Auch schön. Ja, Ein bisschen schneller nochmal, bitte wiederholen, aber jetzt auf Speed. Ja, das wird dann gemein. Ja, Der eben deswegen. Whisky-Mixer wird dann gemein. Der Wichtel mit unter der Wurzel, das geht auch ein bisschen schnell. Wie war das Was nochmal mit hast dem du? Flamingo? Du hattest mir eben so was Schönes mit dem Flamingo. Warte, ich krieg das Wort nochmal zusammen. Fisch, Flossen, Flipflops. Fisch, Ganz Flossen, genau. Flipflops. Fisch, Flossen, Weil Flipflops. man muss ja wissen, dass Flamingos freitags Fischflossen-Flipflops tragen. In Pink. So, selbstverständlich. Übrigens, viele dieser Kerle habe ich aus einem Memory. Das ist der Flugplatz Spatz, nahm auf dem Flugplatz Platz. Auf dem Flugplatz nahm der Flugplatz Spatz Platz. Ich Ja. setze da, glaube ich, jetzt mal aus. Da fehlt mir doch ein bisschen zu viel Kaffee, um fitter zu sein dafür. Ich kann dann sowas mit Quatschwörtern, die ich dann eingeübt habe. Oder, weißt du, mein Lieblingsfilm, Mary Poppins. Die hat ein ganz, ganz Super. tolles Wort. Super. Supercalifragilisticexpialidocious. Und das Expialidocious. kann ich schon immer, seitdem ich Kind bin. Ich habe Sehr das schön. extra auswendig gelernt und nie vergessen. Und Das das kann Schöne auch ist, nicht jeder. das hat in dem Film ja auch eine Melodie, ne? Supercalifragilisticexpialidocious. Superkalifragilistisch, expialidocious. Sehr schön. Superkalifragilistisch-expialidocious. Das ist einer meiner allerliebsten Filme, gebe ich ganz ehrlich Ja, zu. auch meine, aber Liebe ich total. den neueren habe ich jetzt noch nie geguckt, glaube ich. Den älteren, den, also der ursprüngliche Original. Genau, mit Julie Andrews. Was ich Genau. geguckt habe, ist allerdings, es gab einen Film mit Tom Hanks und Emma Thompson, wie es darum ging, dass Walt Disney der Schriftstellerin von Mary Poppins die Filmrechte ab, Ist also es der sie dazu neuere? überzeugen. Ist es der neuere Teil? Nein. Das Doch. ist, also ich weiß nicht, ob das ein Teil ist, aber das ist der Film über, es geht um die Verfilmung von Mary Poppins durch Walt Disney und was der alles anstellt, um die Schriftstellerin dazu zu kriegen, das so zuzulassen. Und der Film ist total sehenswert, der ist bestimmt schon 6, 7 Jahre alt. Wunderschön, ja, also auch dieses Ambivalente, ne, weil zum Beispiel dieses supercalifragilistisch-expialidocious, so, was soll das? Das soll Weil die Spaß Schrift, machen. ja, so, also, ganz genau, ne, also, das ist sehr, sehr lustig, aber das Original oder die eigentliche Verfilmung, die liebe ich sehr. Julie Andrews, Dick van Dyke, großartig. Großartig, ja. Oder Ja, Mr. das Banks sind. mit der Ja. Nelke im Knopfloch zur Bank und Genau. Dick van Dyke in einer Mehrfachrolle. Herrlich. Herrlich, ja. Mit Pinguin in einer gemalten Landschaft tanzend Pferden aus einem Karussell ein Rennen Man könnte glauben, du hast ihn erst gestern gesehen, so wie du das bestreiten. erzählen kannst. Ich liebe das total. Ich find das so herrlich. Oder mit Schornsteinfegern auf den Dächern Das tanzen. ist einer meiner Lieblingsszenen, wenn die da Oder? tanzen. Ja, ist einfach toll, ist einfach schön. Da gibt es auch dieses Lied: Dam, 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 dam. Schritt und Tritt ist dann immer Schritt und Tritt, diese Schritt und Tritt, Wiederholung. Schritt und Tritt, genau. Genau. Dann haben sie Ja. alles abgedeckt, dass die Wohnung Ach, nicht dreckig muss wird ihn und so. mal wieder gucken. Herrlich. Schon so lange her. Ja, Und ich also ihr weiß, Lieben da draußen, habe schon nicht mehr gezählt, wie superkalifragilistisch, oft ich den ne? schon geguckt habe und mitgesprochen und mitgesungen habe. Ich auch nicht. Aber ihr Lieben da draußen, superkalifragilistisch-expialidocious ist eine Möglichkeit, Quatschwörter oder eben Zungenbrecher. Ne? Und es gibt so Zungenbrecher, die sind für bestimmte sprachliche Herausforderungen gut geeignet. Ja,
wenn jemand zum Beispiel, nehmen wir mal an, jemand hat ein Problem, ein Z gut auszusprechen oder ein Zischlaut gut auszusprechen, ja, dann könnte er oder sie sagen, am 10.10., 10:10 Uhr zogen 10 zahme Ziegen 10 Zentner Zucker zum Zoo. Z-z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 
Also hier, Abracadabra ruft Astrid Ara, Astrid Ara ruft Abracadabra. Der ist schön. Der Der ist ist aber auch einfach. schön, ja. Den finde ich einfach. Kreischende Krähen knabbern am kalten Winter Kerne und Körner. Ah ja, gut zu wissen. Ich meine, ne, Ja, die haben ja auch immer oder? noch eine Botschaft, ne? Wie die Ja. Fischflossen-Flipflops von den pinken Fisch. Flamingos. Die Fischflossen. Übrigens, das sind, warte, das Ach, sind die da tragen Flamingos. sie sie auch. Wunderbar. Genau, mit Sehr den schön. Da gibt es Fischflossen-Flipflops. also auch noch ein Foto immer dazu. Ein Bild, kein Genau, Foto. das Ein ist Foto wirklich wäre noch besser. das ist ein Memory, ja. Und die zwei Karten gehören zusammen. Hoppla. Da steht der Fischflossen-Flipflop und da sind die Flamingos. Ne? Wo ist denn mein? Hier sind zum Beispiel die Schnecken. Die An Schlecken Schnecken, oder Schlecken. Ich-Schnecken. Ja. Warte mal, jetzt suche ich mal gerade ganz kurz. Sehr süß Irgendwo war illustriert. doch der. Also ich finde die total süß gemacht. Was ist das denn hier? Auf den sieben Robbenklippen sitzen sieben Sieben Robbensippen, Robbensippen. die sich in die Rippen stippen, bis sie von den Kippen Klippen, kippen. kippen. Klippen kippen. So. Wo ist das Bild dazu? Jetzt hätte ich noch gern die Robben, die sich von den. Klippen, Ah, hier. kippen. Das ist das Bild. Ach du liebe Zeit, da sind ja wirklich sieben Robbensippen auf den Genau. Rippen, auf den Klippen Das und sich in die Rippen ist ja süß, stippen. oder? Ja. Auf den sieben Robbenklippen sitzen sieben Robbensippen, die sich in die Rippen stippen, bis sie dann von den Klippen kippen. Sehr Pop, gut. pop, pop, pop. Pop, 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 pop. Pop, pop, pop. Pappala, pop. Der Kaplan. Ah, der Der Kaplan klebt Kaplan. Plakate an. Den kannst du auch, oder? Den kenne ich auch, ja. Können ist zu viel verlangt, weil ich kann das jetzt gerade nicht ablesen, weil ich es nicht vor mir liegen habe. Auswendig würde ich wahrscheinlich ganz schön ins Schleudern geraten. Was habe ich denn hier noch? Oh, das ist auch schön. Es klappert die Klapperschlange, bis die Klapperschlappe klang. Es klappert die Klapperschlange, bis die Klapperschlappe klang. Klapperklang. Das ist übrigens die klappernde Klapperschlange. Mit einer schlappen Klapper. Klapper, genau. Ich liebe es, ich liebe es. Ach, Sehr das sind die schön sind Schneeschipper. Was die. haben wir denn hier noch? Tinker trinkt Tütenmilch, aber Barbara backt Rhabarberkuchen. Ah, Rhabarber, 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 Rhabarber. Rhabarbertart. Entschuldigung, nicht Kuchen, sondern Tart. Tinker trinkt Tütenmilch, aber Barbara backt Rhabarberkuchen. Ach ja, wie süß. Da gibt es Ne? ein Café. Ein Picknick-Café. Was haben wir hier? Blaukraut, ja. Da ist ja wirklich Oder alles ist einer mit dabei. einem. Das was mit dem dünnen Dackel. Der dünne Dackel düst daher, doch dummerweise ist da Teer. Okay. Das ist, und das Dann ist steckt der Dackel besagter, im Teer fest. Ah, okay. das ist besagter Dackel, der über den Teer jagt. Also großartig. Ich habe das irgendwann mal gefunden und Das ist ja wirklich süß gemacht. Entschuldige. Das kann nur bedeuten, dass du noch so einen richtig guten gefunden hast. Also ich finde ihn lustig. Wenn der Benz bremst, brennt das Benz-Bremslicht. Wenn der Benz bremst, siehst du, den kann ich noch nicht. Wenn der Benz bremst, brennt das Benz Benz-Bremslicht. Brenzlicht. Boah, da muss ich Das erst mal ist aber schon, nachdenken. ja, deswegen sage ich ja, es ist ja auch Oder? ein bisschen Gehirnjogging bei so einem Zungenbrecher, ne? 20 Zwerge machen Handstand, 10 am Wandschwank, 10 am. Oh, der ist schön. 20 Achtung. Zwerge. 20 Zwerge machen Handstand, 10 am Wandschrank, 10 am Sandstrand. Ja, gut. Das ist so. Habe ich die hier? Da braucht man erstmal ein bisschen Semantik im Hirn, damit man das auch aufsagen kann, ne? Genau. Ja. Aber Ja, wie das ist schon, gesagt, also. also Zungenbrecher ist eine Mischung aus Artikulation und Gehirnjogging. Genau. Ich finde sie groß. Ich liebe Zungenbrecher. Ich benutze das auch total gern. Das chinesische Schüsselchen ist auch schön. Ja. Oder Klaus Knopf liebt Knödel. Knödel. Also klitzekleine Katzen kotzen ist auch nice. Es wird ja mal doller. Klitzekleine Katzen kotzen, klitzekleine Kotze. So geht er. Okay, das mag ich mir jetzt auch. Klitzekleine,
Vorstellen. Klitzekleine Kotze, kotzen klitzekleine Katzen. Na klar. Kl, Auch rückwärts. kl, ko, Klitzeklein. klu. Klitz und Wieder eine nice. Konsonantenverbindung. Kl. Ich sehe schon. Ich muss da mal wieder öfter reingucken. Nein, ich muss das mal spielen, das Memory-Spiel. Zungenbrecher-Memo. Es gibt wahrscheinlich mittlerweile schon Band 2 und Band 2, 3 oder so. Aber es ist tatsächlich, es gibt eigentlich für fast jedes Artikulationsproblem oder Artikulationsherausforderung gibt es eigentlich einen Zungenbrecher. Mittlerweile ja. Also, was heißt mittlerweile? Wahrscheinlich schon viel länger, aber es gibt mittlerweile auch immer bessere Zungenbrechersammlungen. Oh, das ist auch ein gutes Wort. Zungenbrechersammlungen. Überhaupt dieses Zusammenbauen von irgendwelchen Dingen. Ja. Jetzt hast du ja vorhin schon gehabt, das Superkalifragilistisch, Expialidätisch. Was gibt Ja. es noch für Quatschworte, die du ganz gerne mal benutzt? Also, es kommt nicht, nee, es kommt nicht drauf an, was es ist, aber ich sage ganz oft, die Silbenaneinanderkettungen, so wie zum Beispiel Schla, Schle, Schli, Schlo, Schlu. Das ist für mich ein Quatschwort. Und die ganz schnell sagen, da ist schon auch ein Zungenbrecheranteil mit dabei, würde ich mal behaupten. Also. Schla, schli, schli, schlo, schlu. Ja, und wenn du das fünfmal hintereinander sagen musst, Schla, Schli, Schli, Schlo, Schlu, 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 Okay. kann schon sein, dass Schla, schli, schli, vielleicht schlo, schlu. Schla, schli, schli, schlo, schlu. Schla, hinterher die schli, Zunge schli, schlu. irgendwann Schla, mal schli, schli, Muskelkater schlu. hat. Schla, schli, schli, schlu. Oh, das ist ein echt gutes Training für die Zunge. Ja. Cool. Und die Schnecken, die Schlecken, das ist auch gut für die Zunge. Und die zehn zahmen Ziegen. Um 10:10 Uhr mit dem Zucker und dem Zoo, das ist gut für dieses Z, für diesen harten Laut. Der Flugplatz Spatz ist auch wieder so, eine braucht eine ganz starke Ich Mundbewegung. wollte gerade sagen, wenn man das nicht versucht, in einem super schnellen Tempo aufzusagen, sondern super Ja, überartikuliert, dann super. merkt man erst, wie sehr hier alles mitarbeiten muss. Der dünne Diener trägt die dicke Dame durch den dicken Dreck. Da merkt der dünne Diener, ich versuche gerade mich daran zu erinnern, wie der weitergeht, der merkt irgendwas, dass die dicke Dame, was auch immer, noch nicht durch den Komm dicken Dreck leider nicht mehr getragen wurde drauf. oder so. Ich krieg's gerade nicht. Aber sie stecken nicht fest, oder? War da irgendwas mit Stiefel stecken Nein, fest oder sowas? Aber das war ein anderer, nein, ich glaube weiß nicht. Das war, ich. glaube ich, ein Ah, ich anderer. komme Es jetzt auch gibt so nicht mehr drauf. viele. Du siehst ja, und die Fisch. Flossen, Flipflops ist auch Fl. Fl und Flo, ne? Ja, das ist wieder die Fi. Verbindung FL. Ja. Ja. Flip, flop FL, hat es auch. FI. Ja. Wie Fischers Fritz, da hast du das R. Ja. Fr. Ja, Ja. genau. Also oft so diese Folgen von harten Weichen und harten Konsonanten hintereinander, ne? Ja. Oder der Kaplan, der Pappplakate anklebt. Hat ein P, genau. Ein P und ein B, ne? B Ja. und BKP. Kaplan, Bla, ble, bli, blo, die blu ist für Blo, mich auch Blu. sowas, ne? Das hat wieder die Verbindung B, L, bla, ble, B, bli, Bli, Blu, blo, blu. Blu. Da hast du auch Okay. wieder die Überartikulation, hilft dir dann wirklich sehr deutlich, die Muskulatur zu trainieren. Ich musste gerade an Schnie, Ja. denken. Das ist auch schon eine Weile her, dass es mal das Schnie-Schna-Schnappi-Krokodil gab, Das ne? stimmt, das war schon. Ich Lustig. weiß gar nicht. Kann es gar nicht mehr zuordnen zeitlich, aber es ist gefühlt schon total alt, ja. Oder 30, total 20 lang. Jahre bestimmt, Ja. oder? Bestimmt. Also richtig lange her. Sehr schön. Was ich auch eben total schön fand, war das mit den Robben. Mit den Robben, Da hast die du viel auf R sieben und B. Robben. R Sippen, ist die auf, hinten, B ist ja, vorne. genau, ah, sehr cool. Ich glaube, wir sollten da noch mal mit weitermachen, vielleicht nicht mit irgendwelchen Zungenbrechern. Also ihr Lieben da draußen, sucht euch einen Zungenbrecher, der euch bei einer bestimmten Herausforderung gut hilft. Vielleicht fällt es euch schwer, ein Ü auszusprechen, ne? Also diese Umlaute sind ja für viele ungewöhnlich, die zum Beispiel, deren Muttersprache eine andere als Deutsch ist, dann könnte vielleicht ein Zungenbrecher helfen, um dieses Ü so ein bisschen zu trainieren. Wobei da sage ich immer, da dürft ihr an anderen Buchstaben denken. Weil das Spannende ist ja in der Aussprache, wenn man Deutsch als Fremdsprache lernt, gibt es ja so ein paar Aussprachebesonderheiten. Also wir sagen ja nicht
Mach hin, geh hin. Wir sagen machen, machen, gehen, lachen, Sachen. Also dieses n. Und bei fünf, wir sagen nicht fünf, sondern fünf, das ist offener. Also das offener zu gestalten hilft ganz oft, um sich den Buchstaben ein bisschen leichter zu machen. Aber es gibt mit Sicherheit, um beim Ü zu bleiben, wenn ich länger suche, finde ich auch einen Zungenbrecher mit Ü, der das Ü gut trainiert. Zum Das Abschluss stimmt. noch die Fischflossen Flipflops. Und wie gesagt, mein Liebling ist immer noch der Wichtel, der unter einer Fichtenwurzel. Unter einer Fichtenwurzel hörte ich einen Wichtel furzen. Das ist einfach süß. So, okay, das nächste Mal reden wir über Übungen für die Zunge oder Mundmotorik. Ich bin mal gespannt, was du dann mitbringst. Aber die Idee heute mit den Zungenbrechern war schon grandios.